Hi, hier sind nochmal Christoph und Benny. Wir sind jetzt zurück, eine Woche wieder in Aachen. Nachdem dieser Grundschmerz weg ist, fühlt man sich auch wieder gut. Ich bin auch irgendwie müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass ich noch eine Woche später müde bin. Wie geht's dir? Langsam wieder, also ich kann wieder bis 11 Uhr aufbleiben abends. Ja, damit ihr mal seht, wie so eine Stage bei der Transparenz aussieht, haben wir euch die Stage 3 mitgebracht. Das war für uns so, ja, ich denke mal, eine der Stages, die so repräsentativ sind, weil es ist ein bisschen was anderes als die Stages, die man von anderen Enduro-Rennen kennt. Mit vielen Und vielen Überraschungsmomenten. Überraschungsmomenten, ihr werdet es aber auch selber jetzt sehen. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. So. Und was ihr hier seht, ist Stage 3 von Tag 1. Genau. Und ist auch immer so, dass die Teilnehmer einen wirklich immer mit reinbeamen. Das sind so Timer, die quasi auch gezeichnet sind. Die gehen an deinen Timechip dran und dann geht's los. Sobald es piept, geht's los, wie bei allen anderen Rennen auch. Ist aber ein bisschen entspannter durch. Die Stage hat recht ruppig angefangen. Also, Zwischenzeitlich auch ziemlich schnell. ja. Ich glaube, also ich fahre auch gerade, du hast die Kamera nicht, das ist nicht deine Kamera. Nee. Und es fängt sehr flach an. Vielleicht ein bisschen ruppig auch. Sehr relativ schöner Single Trail. Macht bis dahin noch viel Spaß. Die Überraschungen. Die Überraschung kommt noch. Ja. Im Großen und Ganzen, also was man hier schon sieht, man fährt ja wirklich alles blind. Also, ich komme in jede Kurve und nach jeder Kurve ist eine kleine Überraschung vorhanden. Also, wie gerade eben die Wurzeln, die jetzt kamen, jetzt ein Gebüsch, in das ich reingefahren bin. Es ist schon lustig. Und das Interessante ist, man weiß halt am Anfang auch gar nicht, wie lang dauert eigentlich die Ja, gut, Stage. man weiß es schon. Man weiß ja vor jeder Stage ungefähr, es sind so und so viele Höhenmeter. Also, in dem Fall waren es, glaube ich, 270 Höhenmeter. Aber du siehst, weißt auch, okay, sie ist 4 Kilometer lang. Aber was genau dich jetzt erwartet, also wie viele Minuten ich unterwegs bin, ist natürlich auch abhängig davon. Oh, das war die Scheißbrücke, Nee, diese. das war die erste Brücke war nicht so Ach schlimm. so. Die zweite war die schlimme Brücke. Also wie viel Spitzkern, wie schnell man fahren kann, das ist natürlich nicht ersichtlich. Man weiß natürlich ungefähr, wie steil es ist, also was ungefähr erwartet mich. Man kriegt auch eine kleine Beschreibung zur Stage, also ist sie ruppig, ist sie nicht ruppig. Hier war die Anmerkung vor. Ja, Cyclocross-Lovers, also das werdet ihr auch gleich sehen, warum. Aber man konnte schon erahnen, dass eine kleine Tragepassage drin ist. Was auch die ganze Woche interessant war, war ein Highspeed-Stück. Man wusste nie, wie es endet. Ja. Man weiß, es wird irgendwie enden, aber das konnte ein Switchback sein, das konnte ein Bachbett Hier fällt sein. man wunderbar an Ruinen vorbei. Ich hätte gerne dieses Schild gelesen auf der linken Seite, aber ich kann es nicht lesen. Ich habe es auch erst gerade wahrgenommen, wie Ich viel wusste gar Geld nicht, dass das es eine hat. Ruine ist. Das habe ich gesehen. Echt? Ja. Hier waren auch so kleine Brücken, fand ich ein bisschen Streber. sketchy. Ja, ich war nicht so am Limit, Benni. War nicht so am Limit. Quatsch, du warst gar nicht am Du Limit. hörst mich auch ganz seicht mal atmen. Ja, Also, richtig. das geht ja doch, gleich wird es schlimm. Hier hatte ich schon mein erstes. Da, und das Oh! ist die Brücke. Das Die ist die Brücke Brücke. des Grauens. Das ist, also mit 800 mm Lenker kommt man nicht über die Brücke drüber, muss man sein Fahrrad tragen. Wurde erst immer so rechts und links so ganz gleich angeeckt. Das ist auch der Moment, also das war der Moment der Transparenz, wo ich mir gedacht habe, oh, du bist doch recht eigenverantwortlich, was die Strecken angeht. Also hier ist nichts im Sinne. Ah, genau, das ist das erste Tragestück. Oder Schiefstück. Das war so scheiße. Und das war ja vorbereitet. Man hört Guck schon mal, am wie Puls. schnell ich da noch bin. Ich bin richtig motiviert noch. Also ich muss auch so sagen, Tag 1, er ist natürlich auch motiviert. Und man hat noch Kraft. Und man hat noch Kraft. Aber man hört aber auch schon, wie ich jetzt atme. Oh Mann. Und dann direkt eine Spitzkehre rein, mit Puls auf 180 und zack, zwei Spitzkehren. Der Klassiker der Transparenz. Man sieht auch rechts immer die Pfeile, die hier und da waren. Also das Ja, war zur Wegorientierung. Es gab auch. Jetzt kommt, jetzt ist gut, guck mal. Das ist das Bachbett. Oder jetzt reinfällt. Das war dieses. Hä? Bin ich richtig? Also das ist einfach ein Geröllhaufen, durch den man durchfahren musste. Es gab Wegmarkierungen, wie hier rechts zum Beispiel, oder auch Ausrufezeichen. Und die Ausrufezeichen, die hatten wirklich ihren Grund. Also es gab wenig Ausrufezeichen, wenn es ein Ausrufezeichen gab, ich glaube auf der Stage war keins. War es wirklich auch immer Passagen, die sehr tricky waren, wo man wirklich abbremsen sollte und mal stehen bleiben, also nicht stehen bleiben, aber ein bisschen langsamer fahren sollte, um zu gucken, was kommt. Also was man jetzt hier auch sieht, also der Trail war am Anfang ja relativ flüssig und schnell und geradeaus fast nur. Und jetzt wird es sehr eng
und sehr kurvenreich mit sehr vielen Spitzkernen. Und was wir auch schon mal beim Facebook Live gesagt haben, gefühlt waren 70% aller Kurven Spitzkernen. Ungefähr so kam es mir vor. Also es ist sehr ruppig, sehr viele Stufen drin, sehr unwegig. Man musste sich den Flow hier erarbeiten. Du fährst auch noch mit Umsätzen. Ja, ich hab ja noch Kraft, ne? Ja. Das hat sich dann auch geändert zum Ende der Woche. Ja, gleich ein Fahrfehler gemacht. Oh ja, ja. Ein Vorderrad von der Strecke gekommen. Und da ist noch eine Spitzkehre. Und einfach irgendwie nicht unterhalten. Und das war das. Oh, come on! ich bin da angekommen und hab mir gedacht, boah, ey, das gibt's doch nicht. Also auch mega scheiße. Ich war auch nochmal so steil, so eine Rampe, die du hochlaufen musstest. Ey. Ah, und dann wieder, ging es wieder los, direkt in eine Spitzkehre rein. Das Stück fand ich jetzt auch ein bisschen tricky am Ende. Ja, ah ja genau, jetzt kam dieses etwas ausgesetztere Stück, glaube ich. Ja. Das war ein wunderschöner Wald, also das sieht man glaube ich auch im Video gleich, da waren echt, das klingt jetzt komisch, aber ich hatte kurz innegehalten und habe mir diese Blumen angeguckt. Siehst du es gleich nicht hier vorne rechts, also hier vorne, hier, da sind wunderschöne Blumen gewesen. Wirklich? Oh. Nee, wirklich, guck mal da. Schön, oder? Wie viel Energie du da noch hattest? Nee, hatte ich nicht, das ist mir aufgefallen. Guck mal links, das sind schön. Ja, das sind jetzt. Also da hat man schon gesehen, da kommt das Ende allmählich. Also da realisiert man, okay, es ist nicht mehr so weit. Aber was für ein Ende? Die Stage hat nochmal eine kleine Überraschung parat. Also man fährt nochmal so einen kleinen Geröllhaufen, kam hier nochmal. Ja, da guckst du nur, ne? Ja, ich hätte auch, wie man sieht, habe wieder kurze Zeit gebraucht, um zu realisieren, wo ich hin muss. Aber man muss halt diesen Fluss queren. Also das Lustige ist, ich habe auch ein GoPro-Video gesehen von einem Top-10-Fahrer, der einfach durch diesen Bach durchgebrettert ist. Ne? Der ist da reingefahren, stecken geblieben, abgesprungen und losgerannt. Was ich hier interessant fand, war zum Schluss, ne? Man sieht am Ende den Stage-Menschen Ja. Und diese kleine Welle davor. Ich habe die gesehen, ich bin hier runter, ich bin hier gesurft, ja. So, und genau, unten, die Zeitnahme unten ist halt wirklich einer von der Veranstaltung. Der nimmt die Zeit ab und trägt auch deine Nummer ein, dass du angekommen bist. Und damit sie auch wissen, dass du gut durchgekommen bist. Das ist wichtig halt, weil wenn jetzt jemand verloren geht oder in der Zwischenzeit nicht ankommt, wird natürlich gesucht, wo ist er. Das ist jetzt der letzte Tag, nach der letzten Stage. Wir sind eigentlich schon, die Transformation ist von uns zu Ende so gesehen. Da hat mein Arm noch geblutet. Und wir sind auf dem Weg zum Strand nach Monton und für die finale Zeitabnahme, weil es auch wirklich so war, du hast quasi die Zeiten gezeitet, du bist von einem Timer zum nächsten Timer gefahren und dann bist du am Ende des Tages quasi zum Auslesen zum Ziel gefahren. Dort wurden deine Zeiten ausgelesen, du hast einen kleinen Zettel bekommen zum Vergleichen. Die haben wir auch auf Facebook Live mal gezeigt. Und genau das, was wir jetzt gleich auch sehen. Da wurde dieses weiße Zelt aufgebaut und darunter gab es dann zwei Sachen zu essen. Und an diesen Points war natürlich auch immer der Mavic-Truck vertreten. Also wenn man kleine Defekte hatte bei den ersten Stages, konnten sie da reparieren. Ich konnte zum Beispiel da, als ich einen Platten hatte, habe ich einen neuen Schlauch bekommen, haben sie den Reifen gewechselt. War alles kein Problem. Genau, sind wir jetzt angekommen. Wir waren auch die ersten im Ziel, ne? Also ich war gerade, das war die allererste Zieleinfahrt überhaupt. Ja. Ja, dann haben wir, genau, da gab es dieses wunderschöne Interview, wo wir alle sehr sprachlos waren, wo wir nicht wussten, was wir sagen wollten, weil wir einfach fix und fertig waren. Also ich war am Ende auch, also ich war glücklich, aber auch froh, dass es zu Ende war. Ein bisschen Wehmut war dabei, aber es war auf jeden Fall eine lange, intensive Woche. Ja genau, das war jetzt die letzten Meter ins Meer, das war die Genugtuung vor dem Schluss. Also wirklich, das war so das große Ziel, was ich vor Augen hatte, jetzt irgendwie ins Meer zu springen. Die Ironie war ja auch, am letzten Tag, wo wir ins Meer kommen, die letzten 10 Kilometer, war es bewölkt. Ja? Ansonsten strahlender Sonnenschein, du wirst gebraten, der letzte Uphill, irgendwie 500 Höhenmeter, bei 32 Grad wirst du gebraten. Ja? Und dann kommt man da ins Meer, bewölkt. 25 Grad, bewölkt. Und ich sag nur, mit offenen, blutigen Verletzungen immer in Salzwasser gehen. Es brennt nur einmal, dann ist ausgebrannt. Ah, das ist ein wunderschönes übrigens, ne? Das ist richtig geil. Ich gehe ganz entspannt ins Wasser, der George rennt gleich voll ins Wasser. Und die Barfuß-Mimi eiert da rum, wie so ein... Gehst du nie barfuß? Schläfst du auch in Socken? Ja, in Schuhen. In Schuhen schläfst du? Ich habe mit Muttermilch aufgehört und mit Schuhen angefangen. Letzte Woche. Letzte Woche, genau.
Ich finde das so geil, wie der George dich jetzt überholt. Du bist schon fast erwachsen. Oh mein Gott. Ich dauert doch jetzt noch 2-3 Minuten, bis du im Ziel bist, also bis du im Wasser bist. Oh. Und du glaubst auch gar nicht, was für eine Genugtuung es war, ins Mittelmeer zu springen. Auf jeden Fall. Es war so angenehm. Haben wir danach nochmal gemacht. Das war super. Ja, das war's von uns. Ja. Ich hoffe, ihr könnt einen Eindruck gewinnen, wie so ein Transformance-Stage aussieht. Bewerbt euch auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt. Vergesst das Trainieren dafür nicht. Zumindest. Ja. Also ihr müsst fit sein. Mehr würde ich jetzt gar nicht sagen. Also was man trainieren sollte, Fahrrad tragen sollte man vielleicht wirklich trainieren. Das haben wir nämlich gar nicht trainiert. Sieht dann komisch aus, wenn man mit dem Fahrrad die Treppen hochläuft. Aber anders fällt mir auch gerade nicht ein, wie ich es trainieren sollte. Wir haben keine Berge, wir müssen dann Treppentraining machen. Und wenn euch das gefallen hat, also wenn euch das jetzt gefallen hat, das, was ihr gesehen habt, abonniert hier unseren YouTube-Kanal. Und nächstes Jahr wieder? Ja, also ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade an den Punkt angekommen, dass ich mir denke, ich würde es nochmal machen. Ich überlege auch schon.